Jo Freunde, wie geht's euch? Gut, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von uns. Heute mit am Start die Legende und Kalorienvernichtungsmaschine Papa Huber. Freunde, habt ihr es euch so oft gewünscht und jetzt wird endlich durchgezogen. Und zwar Papa und ich, wir versuchen heute den deutschen Rekord zu brechen, nämlich 20.000 Kalorien in 24 Stunden. Wir versuchen nicht den Rekord zu knacken, sondern wir schauen auch, wer mehr Kalorien schafft. Und Freunde, was ist legendär? Papa ist gerade auf Diät. Papa hat gerade wie viel Kilo verloren? Fast 10 Kilo. Fast 10 Kilo? Aber heute gibt's den Cheat Day des Jahrtausends. Freust du dich? Ja, wunderbar. Hast du schon mal eine Kalorien-Challenge gemacht? Na. Noch nie. Also Papa hat schon mal keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Ich habe schon mal 10.000 Kalorien gegessen und 10.000 Kalorien verbrannt in 24 Stunden. Ich kann nur sagen, es war verdammt hart. Papa, ich sag's dir, es wird so krass. Ja, momentan, glaube ich, ist sie 40.000. Aber Freunde, wichtig, das ist nicht gesund, also nicht nachmachen. Ratet mal, was das alles gekostet hat. Ich blende es euch mal ein. Freunde, schaut euch das mal an. Die Kassiererin meinte, das ist ja absolut der neue persönliche Rekord. So viel hat bei ihr noch nie jemand bezahlt. Wir sind nämlich jetzt bei 358 Euro. Na servus, Kaiser. Ja, also knapp 350 Euro und aus Prinzip spende ich jetzt einfach nochmal 350 Euro. Und zwar, dieses Mal habe ich mir gedacht, ich überweise das Geld dieses Mal an jemanden von euch. Aber mehr dann später im Video. Jetzt kommen wir zu den Regeln. Ich habe mich natürlich vorbereitet fürs Video und habe mir einige Videos angesehen. Und zwar ist da besonders aufgefallen der Franklin. Bruni, danke für die Inspiration an dieser Stelle. Übrigens ist für euch der Franklin auch bei Chimki als Coach auswählbar. Also wenn ihr mit ihm trainiert, unterstützt ihr ihn auch. Also, welche Regeln haben wir jetzt am Start? Erste Regel. Man muss alles abfilmen. Ja, das wäre kein Fehler. Ja. Erste Regel. Alles abfilmen ohne Cut. Jawohl, jetzt haben wir es. Zweite Regel, man muss alles authentisch und nachvollziehbar zeigen. Dritte Regel. Flüssigkalorien gelten nicht. Vierte und letzte Regel. Wer sich übergibt, scheidet aus. So, dann würde ich sagen, jetzt noch schnell abwägen, dann geht's los. Okay, Papa, was hast? Nein, doch zwei. Perfekt. Kurzes Bauch, dass wir es drauf haben, vorher, nachher. Passt, so, gespeichert. Und ich starte mit 84,7 Kilo. Kurzer Vollcheck bei mir und seitlich passt, oder? Wunderbar. Beinahe wie ich. Wir starten mit einer mächtigen Kalorienbombe, nämlich mit einem selbstgemachten Burger. Jeder bekommt zwei Brötchen, dann jeder bekommt 16 Cheddar-Scheiben und dann noch hier die Hälfte davon, das sind dann 3,5, weil insgesamt sind da 7 drin von dem Cheddar. Und jeder bekommt noch ein Bio-Rinderfaschiertes, dann noch eine Mayonnaise, Barbecue und Olivenöl, wo das Ganze abgebraten wird. Genau, also Hälfte, Hälfte. Boah! So, da Freunde, wir haben den ganzen Tag nichts gegessen und jetzt ist es 0.15 Uhr, also die Challenge kann jetzt beginnen, also wir haben es 12:15 Uhr, Montag, der 11. März. Schaut richtig lecker aus, das sind fast 20 Scheiben Käse, jeweils, also 40 Scheiben Käse. Da alles, damit ihr schön seht, haben wir es extra rausgedrückt und abgewogen. Legendäre Schüssel und legendäre Waage. Hier, Freunde, vom Process einfach hier aufdrehen und sofort funktioniert es. Man muss nie wieder Batterie wechseln. Also die Waage, Freunde, verlinke ich unten in der Videobeschreibung, einfach 10 von 10. Haben wir jetzt da Hälfte, Hälfte, so hat jeder 125 Gramm Mayo. Keine Ahnung, ob man das auf der Kamera sieht, wie fucking viel es ist an Käse. Aber ja, schaut richtig lecker aus. Mahlzeit. 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 Auf geht's. Null Kalorien. Jetzt geht's los. Lass das schmecken. Das ist so gut. Wir 14 durch nach Kanada. Ja, das wäre ganz schön hart. Boah, kann ich nicht mehr anschauen. Ja. So, Freunde, wir haben das Ganze natürlich mit Chimki getrackt. Ja? Auf Chimki findet ihr übrigens auch einen kostenlosen Kalorienrechner. Also unbedingt, Freunde, wenn ihr abnehmen wollt oder aufbauen wollt, einfach Chimki kostenlos nutzen, eingeben, was ist euer Ziel. Und dann bekommt ihr den perfekten Kalorienbedarf raus mit der perfekten Makronährstoffverteilung, optimiert auf Muskelaufbau und aufs Abnehmen. Wenn wir das dann alles geschafft haben, 3845 Kalorien. Dann schon am Start, also das waren zwei mächtige Burger, bist du deppert mit deiner ganzen Tube Mayo. Aber wir sind noch am Kämpfen, weil es jetzt echt verdammt viel auf einmal. Boah! Freunde, das reicht. Tippitoppi, aber ich bin jetzt komplett voll und es ist echt das Limit erreicht. Wahnsinn. Papa hat noch ein bisschen über, aber er sagt lieber mal Stopp und was anderes essen. Vielleicht ist es ja morgen noch oder später. Aber mit dir jetzt mal eingeloggt, 3.500, bei mir 3.845. Geht noch was anderes?
Ja, ich glaube schon. Ha? Weißt du? Ja. Der hat sich damals bewegt. Ja, ist auch weg. Wie spät haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es 1 Uhr. Also wir waren jetzt 45 Minuten mit dem Burger beschäftigt. Und jetzt ein Ben & Jerry's Eis. Oh, gut. Gut. Ja. Oh, lecker. In diesem Sinne, Mahlzeit. So, Dr. Gruber, was mit den Blutwerten? Schau, kurz den Bergdoktor unterbrechen. Fertig. Jesus, Freunde. So, die Packung, wie ihr seht, leer. Sind Bio-Macadamia-Nüsse Honig geröstet. Also wirklich eine große Empfehlung geht raus. Also für die Massephase so zwischendurch auf 100 Gramm fast 700 Kalorien. 1.56 Uhr haben wir's. 11. März, Montag. Papa ist auch leer. Mit einem Schluck Milch geht's besser runter, meint er. Erster Hürde-Check. Und jetzt gehen wir pennen. Und ich muss sagen, ich bin bei meinen Eltern auf Besuch und ich denke gerade so nach und denke mir nur so, schade, dass es da nicht meinen Ton gibt. Kein Dusch-WC. Naja, das ist ja mal auf hohem Niveau, aber ihr wisst schon, wo ich jetzt hin muss. Und das schon nach 2 Stunden geht's Rambazamba. Und wir sehen uns dann morgen früh wieder. In diesem Sinne, gute Nacht. Und einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. So, da. Es ist jetzt 8.46 Uhr, immer noch Montag, 11. März. Und ja, Freunde, wie es pennt? Eigentlich relativ gut. Aber kurz. Ja, es war eine kurze Partie. Wir müssen noch die ganze Küche sauer machen, weil ja, Mama hat heute ein paar Freundinnen da und deswegen, ja, das hat ein bisschen gedauert, bis 2:30 oder so. Ja, wie pennt? Es geht, Freunde. Ich habe definitiv schon mal einen besseren Schlaf, sind wir uns ehrlich. Jetzt haben wir uns gedacht, machen wir einfach mal einen Verdauungsspaziergang. Vielleicht bringt es was und dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl. So, Frühstück. Was steht an? Ich habe jetzt irgendwie entschlossen, bei mir gibt es die Kellogg's Fruit Loops Unicorn Edition, wie auch immer. Ich werde probieren 5 Schokocroissants, ein bisschen mit Nutella. Bissl. Bissl. Ja, ja. 105, schauen wir, ob wir gleich sind. 105, von Wolle. Und das Nutella hat jetzt 1122 Gramm, das ganze Packung. So, dann Mahlzeit. Das Ding. Ready, steady. Die Milch zähle ich nicht mit, weil ja, flüssige Kalorien gelten ja nicht so. Muss sagen, war nicht so eine gute Idee, die Dinger, weil extrem voll. Aber jetzt wieder mit den Nüsse, da geht das schon. Du hast jetzt 4 Croissants. Mhm. Nutella, wie viel Gramm? Schau mal. Ja, perfekt, 1080. Ja, rein. Das ist 100 Gramm, genau. Mhm. Bei mir sind noch ein paar drin, nicht mehr viel. Oh. Schaut nicht viel aus, aber die geben auch richtig aus. So. Dann tracken wir das Ganze mal. Natürlich wieder rein, Freunde, in die Chimki App. Ihr kennt sie. Einfach Lebensmittel hinzufügen, Barcode-Scanner aktivieren. Einfach hier abscannen, zack, haben wir schon. Macadamia geröstet und gesalzen, zack. Dann sehen wir hier, 80 Gramm ist die Größe. Dann gebe ich hier einfach 80 Gramm ein und hinzufügen. Fertig. Hier abscannen, zack, sofort erkannt. Fruit Loops, 384 Kalorien auf 100 Gramm nehmen wir. Nicht 100 Gramm haben wir gegessen, sondern 375. Zwischenstand bei mir, 7.343 Kalorien. Okay, wie schaut es bei dir aus, Papa? 4 Schokocroissant, ja, mal 105 Gramm, sind 420 Gramm. Das waren dann 2.388 die genau. Croissants und Nutella. 100 Gramm Nutella. Sind 539. Genau. Perfekt. Und alles zusammen. 2.727, also insgesamt genau. Auf 7.842. Jawohl, passt gut, jetzt ist 10.38 Uhr. So, Freunde, jetzt geht's auf ins Training. Essen haben wir mit, der Sack und Pack ist am Start. Und ja, wir sind kurz pennen gegangen, wir haben kurz geschlafen, also man wird so krass müde und ist schon echt am Kämpfen. Also, dass das leicht wäre, das wäre absolut gelogen. Also, für uns ist schon echt eine sehr heftige Challenge. Ein bisschen Kalorien verbrennen und vielleicht geht's dann wieder ein bisschen leichter. Sind wir in dem Gym jetzt, Freunde, in dem alles angefangen hat. Ja, ich bin jetzt auch wieder bei meinen Eltern zu Besuch, meinem Heimatdorf. Oder Heimatstadt vielmehr. Und ja, da gehen wir jetzt ins Gym, ins Kraftsportverein. Da bin ich Ehrenpräsident. Tatsächlich, Ehrenpräsident auf Lebenszeit. Das ist mir eine absolute Ehre. Ja, Norbert, Grüße gehen raus. Und Luke, so, aber jetzt pumpen wir.
Man muss sagen, die Dinger gehen jetzt überraschend gut schnell weiter vor dem Training. Zucker und ja, dann lassen sich gut vernichten. Ich hoffe, die lassen sich auch so gut verdauen. Wie die News, dass ich Papa werde. Das war auch, das hat sich sehr gut verdauen lassen, hat mich richtig gefreut. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ja, wir kriegen ein Baby. Da oben fliegt's rein. Und das habe ich auch noch nie erlebt. Auf der Halterbank nur Kalorien essen. Kennt man sonst auch nicht, gell? Und Rennen, Gelände. Boah, doch nicht so einfach. Habe ich einen Beruf für den Rest meines Lebens. Hey! Jawohl! Die nächste Bockung fertig. Wir düsen fast 20 Minuten jetzt im Radl. 600 gegessen und 142 Kalorien verbrannt. So, dann probieren wir den Maximalversuch. Na, Freunde, na, wirklich nicht. Es ist echt unmöglich. Er hat mich vorher gerade hingelegt und es ist so unfassbar. Ich bin fast am Kotzen, bin so schlecht. Wirklich, und das wäre jetzt einfach nur, das wäre nur gefährlich. Das würde echt keinen Sinn machen. Aber no fucking excuses, normales Workout. Also auf alle Fälle drin. Was steht heute im Gymteam-Plan? Heutiges Workout ist ein Oberkörper-Workout mit mir als Coach natürlich. Rudern im Obergriff, Latzug im Schulterbreiten, Macgrip, Reverse-Fleisch, die ein vorgebeugtes Seitheben. Dann natürlich weiter geht's hier mit Schrägbankdrücken sitzend, Butterfly sitzend, Katana Extensions und Cable Curls. Und dann geht's auch schon los und ihr habt es euch gewünscht und deswegen haben wir es jetzt auch gemacht. Wenn ihr eine Übung im Gym nicht habt, ja, oder ein Gerät nicht habt oder das Gerät besetzt ist, einfach hier eine Alternativübung auswählen, zum Beispiel hier bei Rudern Obergriff, und ihr bekommt andere Geräte vorgeschlagen, beziehungsweise mit Kurzhantel, aber auch mit Körpergewicht. Das heißt, ihr könnt dann auch easy zu Hause trainieren. Oder wenn ihr generell einen Zuhauseplan habt, könnt ihr mal, wenn ihr mal ins Gym geht, einfach eine Alternativübung aus dem Gym wählen. So könnt ihr immer, egal wo ihr seid, euren Plan perfekt durchziehen. Und nicht nur das habt ihr euch gewünscht und haben wir schon umgesetzt, sondern ihr könnt jetzt auch mehrere Coaches gleichzeitig machen. Also ihr könnt mehrere Trainingspläne auswählen und immer je nachdem, den ihr am liebsten macht, aktivieren. Und euer Fortschritt geht aber nicht verloren. Ihr könnt jederzeit wieder zurückkehren. Was sich noch sehr viele von euch gewünscht haben, ist eben ein Workout Creator, sodass ihr in der App ganz einfach euer eigenes Workout konfigurieren könnt, euren eigenen Trainingsplan. Und genau das setzen wir jetzt schon um und ist bald für euch verfügbar. Das heißt, ihr könnt euren eigenen Trainingsplan gestalten, dann in Zukunft mit euren Freunden teilen und so weiter. Also das wird absolut wild und dann euer Training tracken, aber auch die Ernährung, wie ihr seht, alles in einer App, Freunde, absolut wild. Nicht vergessen, gymkey.com, jetzt vorbeischauen und natürlich mit dem Code gymkey oder den Code Sascha10 immer maximal sparen. Gönnt euch! Workout war kurze Partie, also sprich ein bisschen über 20 Minuten Radfahren, einfach längeres Cardio gemacht heute, weil Krafttraining mit 10.000 Kalorien im Magen bald ist heftig. Ein bisschen trainiert, aber ja, war definitiv nicht das beste Workout, da brauchen wir uns nichts vormachen. Jetzt spazieren wir wieder gemütlich heim und dann hast du schon wieder Essen. So, da, wieder zu Hause. Papa hat sich jetzt entschlossen, mal den Rest vom Burger wegzuschallern. Mahlzeit. Mahlzeit. So, während Papa sich da den Burger runterschallert, gibt es für mich Probiotika, Freunde, für eine gesunde Magen-Darm-Flora. Perfekte Produktplatzierung. Na, aber ernsthaft, schalle ich mir jeden Tag rein und ich hoffe, dass es heute wirklich was bringt, kann ich euch echt empfehlen. Genauso wie Vitamin D3, vor allem in Kombination mit K2. Omega-3 natürlich hier, Multi-BAZ natürlich, also mit den 25. wichtigsten Vitaminen und Mineralstoffen. Und dann noch eben das Kreatin. Gibt es jetzt für mich, gibt es jeden Tag. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut bei Europas Marktführer für Sportnahrung vorbei. Process Army, da steht es ja auch ganz groß. Mit dem Code Sascha10 gibt es für euch 10% Rabatt, aber auch viele Gratisprodukte. Welche das sind, findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr eben bis zu 27.000 Fitnessprodukte, die den Fitness-Lifestyle erleichtern. Und jetzt erstmal Supplements gönnen. Und wie das geschmeckt? War schon mal besser. War schon mal besser. Auf ein neues Abenteuer. Weiter geht's, die Challenge. Jetzt müssen wir endlich die 10.000 Kalorien mal voll machen. Ich bin wieder eingepennt. Wir sind wieder eingepennt. Ich sag's euch, es ist unfassbar, wie die Müdigkeit kickt. Gell? Du bist so müde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das sieht man wieder schön, was die Ernährung ausmacht, wie wichtig auch die Ernährung ist, generell auch im Fitness-Game. Jetzt muss ich euch einen Satz sagen, es ist nämlich so unfassbar. Es wird immer noch so krass unterschätzt, weil man das so schwer festhalten kann. Aber jeder Coach, der jemanden coacht, wird das bestätigen können. Nämlich, wenn der
Klient, der gecoacht wird, sich wirklich an einen Ernährungsplan hält oder an die Kalorien oder an die Makronährstoffverteilung, dann wird man einfach so viel schneller Resultate sehen, wie wenn der irgendwas macht. Ist einfach Fakt, deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr das noch nie gemacht habt, aber struggles abzunehmen oder aufzubauen, wirklich Kalorien zu tracken. Ich sage euch ja, das ist wirklich von ganzem Herzen, es kostet ja auch gar nichts bei Chimki, es ist komplett kostenlos. Machst es einfach auch, Barcode-Scanning ist dabei, wir haben 3 Millionen Lebensmittel, einfach abscannen, eingeben, es ist immer noch Arbeit, brauchen wir uns nichts vormachen, es ist immer noch Aufwand abzuwiegen, zu scannen, aber es ist so leicht, ja, wie es nur irgendwie werden kann. Und deswegen wirklich, machst es, auch wenn es mal nur eine gewisse Zeit ist, es wird euch so viel schneller ans Ziel bringen. So, genug motiviert, für mich steht... ja... Für mich stehen Macadamia-Nüsse an, wieder mal die Geheimwahl aller Wahl, aller, die Geheim, die. Papa isst jetzt die ganze Packung Chips und ich die Nüsse. Wir sind von den Kalorien her noch ungefähr auf der gleichen Base, deswegen ja, wird schon ein spannendes Rennen. Mhm. Wer macht's, Papa oder ich? Jetzt haben wir es, 16.45 Uhr. So, da, hopp. Wir haben es 17.37 Uhr. Eine Kalorienbombe vernichtet. Jawohl. Achso. Wo bist du? 9.972. Und jetzt? Ah, okay. Aber weißt du was? Ich hab einen Hunger. So, und? Pop! Boah, weiter geht's. Ladies and Gentlemen, die Hälfte ist vernichtet. Es sind also schon 600 Kalorien grob. Das tragen wir aber später ein, wenn wir das aufessen. Jetzt müssen wir los, wir gehen eine Runde spazieren zum Supermarkt. Bei uns im Dorf gehen wir natürlich mal eine halbe Stunde. Wir kämpfen beide, wir sind immer noch auf einer Ebene. Keiner gibt auf. Eigentlich muss man sagen, Papa hat auch noch eine ganze Packung Milch auch schon getrunken. Gott sei Dank zählt's nicht. So, Besuch ist auch kurz gekommen. Die Hebammen-Sprechstunde. Das war nicht so interessant für euch, aber für uns. Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit. Boah, sind das für Seiten. Lecco mio. So, also, der Ferrero Rocher haben wir alles im Kasten vernichtet, also 1200 Kilogramm, Kalorien. Boah, knapp 12.000 Kalorien, Wahnsinn. Das Ding ist, ich habe immer noch Hunger. Was, du hast noch Hunger? Ja. 11.606. Dicht auf den Fersen. 19.08 Uhr, Freunde, haben wir es, gell? 19.08 Uhr, immer noch 11. März. Jetzt probieren wir das erste Mal was Fruchtiges, zum extra vorher rüber. Spaziert Sunny Honey Home, Ben & Jerry's, Creamy Lemon Flavor. Endlich mal nichts Schokoladiges zur Abwechslung. Mmh. Boah, echt lecker. Ben & Jerry's, kann man sagen, was man will, wenn sie das schaut, ihr macht echt gutes Eis. Ihr macht echt ein gutes Eis, aber gleichzeitig auch die unfassbarsten Kalorienbomben, die es gibt. Papa ist fertig. Ich hab noch ein bisschen, nicht mehr viel. That's it. Ende Gelände, Freunde. Check. Aber jetzt mal einfach eine kurze Pause. So, meine Lieben, jetzt kommt mein Favorit. Die Pizzas. 1, 2, 3 Packungen. Der Sascha macht gerade Pause. Mahlzeit. Eine Packung vernichtet. So, was ist da jetzt passiert? Papa ist gerade kurz zu mir runtergekracht, wollte eine halbe Stunde pennen, war dann aber 45 Minuten oder was. Und ich sehe da schon lauter leere Pizzaspackungen. Scheiße. Hast du jetzt noch was gegessen, gell? Ja. 13.007. Scheiße. Das war ein Storch. Die flutschen am Maluk oben.
Ja, auch nichts mehr. Aber Heineke ist ja schon zart. Ein ganzer Partyback weg. Boah, es ist unfassbar, wie viel eigentlich so 13.000 Kalorien sind. Also Respekt, alle die, was die schaffen. Wirklich tiefster Respekt. Ja. Man denkt sich so, ja, das geht schon irgendwie, weil wenn man Hunger hat oder das einfach nur im Video so anschaut, denkt man sich, ja, easy. Aber spätestens, wenn man das erste Mal richtig satt ist und dann aber weiß, das, was man jetzt gegessen hat, noch 10 Mal oder so. Da schwitzt man schon beim Essen, nur beim Hinschauen schon. Ja, man schwitzt. Man muss schlafen die ganze Zeit, man ist so K.O. 2,5 Stunden unser Battle, aber gleichzeitig natürlich auch schauen, wie viele Kalorien wir schaffen. Ein bisschen was gehen, oder? Ja. Ha? Bisschen was noch. Wird spannend. Wir sind gleich beide am Limit, gell? Ah, das ist schon gescheit am Limit jetzt auch. Boah, schwierig, ey. Was soll man jetzt noch essen? Keine Ahnung, gar keinen Bock jetzt auf Leberkassee mehr so. Na boah. Aber süßes auch nicht mehr. Nein, momentan. Saures auch nicht mehr. Sonst was gehen würde, wäre Milch. Was hätten wir noch hier? Du, bitte noch. Ja. Salanetti. Kann ich nicht einmal reinschauen. Boah, Aufstrich. Nein. Nutella? Nein. Das ist so süß. Das da, be ready Nutella. Die kommt man nachher noch essen, ja. 700 Kalorien, die kleine Packung ist nix. Glaubt man. Glaubt man, ja. Aber eigentlich sind wir dumm. Wieso gibst du den einfach auf? Ja, 12 Uhr. Ja. Aufgeben, no fucking excuses, Freunde. Das Einzige, was wir aufgeben, ist ein Brief und hin und wieder eine Prozessbestellung. War mal frische Luft gut. Frische Luft. Gehen wir runter spazieren? Ja. Passt, gehen wir runter spazieren. So, da. Wir sind zurück von unserem Spaziergang. 22:40 Uhr. Wir haben noch eine Stunde und 20 Minuten Zeit, um richtig Gas zu geben, nochmal richtig reinzuhauen. Nochmal Schlusssprint. Wer schafft mehr Kalorien? Papa führt jetzt. Ich gehe nochmal rein mit diesen Salanettis. Was kannst du dir? 6 Stück Nutella be ready. Probieren wir mal, oder? Ja, auf geht's. Oh. Oh. So, das Ding ist wieder leer, vernichtet. Bei dir auch alle 6 weg. Wahnsinn. Es ist jetzt 23:06 Uhr. Wir starten die letzten 55 Minuten. 20.000 Kalorien wäre es nicht, aber wir sind jetzt schon stolz auf unsere Leistung. Sage ich euch, wie es ist. Ich bin mega happy. Sofern man so auf sowas stolz sein kann, natürlich. Damit ich wieder auf Papas Level komme, muss ich jetzt wieder was essen. Die Nüsse. Ja, 500 Kalorien ungefähr. Was? Was? Überlegst du, ob es jetzt auch ist? Ja, es waren nur mehr 400 Kalorien auf 14.000. Ja? Also da meine Nüsse auch fertig. Papa hört sich schon wieder an Milch. Das ist geil. Boah, ich glaube, ich kann schon wieder essen. Das geht wieder. 14.044. Boah, mir ist so schlecht jetzt. Ich probiere noch ein paar Raffaello. So Freunde, es ist jetzt 23:58 Uhr. In einer Minute ist das Ganze vorbei. Ah, fuck, Alter. Ich glaube, ich schaffe nicht mehr noch alles. Ich bin echt am Kotzen. Ich habe so erkämpft, mein Bestes gegeben. Es ist nur noch eine Minute. Boah, mir ist so schlecht. Boah, riecht jetzt. Ich werde jetzt nur noch denken, nur ans Essen. Ich kann nicht mehr. Boah, na, es ist Schluss. Es ist Schluss, Freunde. Ich kann nicht mehr. Genuss pur, ja, genau. Genuss pur, steht auf die Raffaello. Wir haben jetzt Dienstag, 12. März, es ist 0:00 Uhr. Der Sieg geht an Papa, weil auch nein, wenn, wir sind beide. Nein, weil auch wenn Flüssigkalorien nicht gelten, der hat jetzt 1,5 Liter Milch noch getrunken und das ist am Ende des Tages ja auch Kalorien. Und deswegen, finde ich, kann man die auch erzählen und deswegen, Gratulation, knappes Rennen. Super, von 10.000 war letztens bei mir, war schon absolutes Limit, beim nächsten Mal dann 20, oder? Na. Das nächste Mal dann deutscher Rekord von 20.000 Kalorien knacken. Wer weiß, dann wäre nicht mehr besser. Na, müsste nicht mehr. Nee, nie wieder. Nein, 93,5, 4 Kilo mehr. Der Bauch, duckt sich die aus jetzt. Oh je, das war's mit der Diät, Papa. Nein, jetzt fangst du erst an. Ja, genau, jetzt geht's weiter. Jawohl, Alter. 87,6. So schwer war ich noch nie. Ich glaube, so schwer war ich mein Leben noch nie. Oh. Und? Papa Bauch. Ah, ja, Papa Bauch. Boah, ich kann nicht mehr.
Kann ich mal abmoderieren. Jetzt noch. 350 Euro gehen jetzt raus, wie versprochen. Nämlich an jemanden von euch, ja, die vielleicht, der es ein bisschen schwerer hat oder auch finanziell, familiär schwerer hat, weil viele von euch schreiben mir eben immer mehr, wie ich es merke, dass es manchen also echt nicht gut geht. Und deswegen auch möchte ich auch hier für die Community mal da sein. Ich habe schon sehr viel gespendet an andere Projekte, aber auch gemeinsam haben wir schon sehr viel gespendet. Unter anderem für an UNICEF 34.000 Euro allein schon nur bei der Liegestütz-Challenge. Aber diese 350 Euro sollen wir an die Community gehen, an die von euch, die es vielleicht ein bisschen schwerer haben. Deswegen wünsche ich mir jetzt einfach Ehrlichkeit bitte von euch und schreibt mir einfach, wenn ihr zurzeit einfach in einer bisschen misslichen Lage seid, ihr oder eure Familie, wie immer, einfach auf Insta und kommenden Sonntag werde ich dann 350 Euro an jemanden von euch überweisen. Schickt mir einfach eine authentische Geschichte, die hoffentlich auch stimmt. So viel Vertrauen muss da sein und denkt daran, Freunde, andere brauchen es vielleicht nötiger. Also bitte wirklich nur die schreiben, die es wirklich brauchen von euch und dann gehen 350 Euro nächsten Sonntag raus zu euch und wird natürlich auch anonym behandelt, also keine Sorge. Ja, das war's jetzt. Ich glaube, wir können stolz auf uns sein. Über 14.000 Kalorien. Papa hat das Rennen dann doch auch knapp gewonnen. Auch mit den Kilo. Auch mit den Kilo, ja. Bist du deppert. 94 Kilo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war auf alle Fälle absolut krasser Tag. 24 Stunden durchgehend Essen eigentlich gefühlt. Respekt an alle, die noch mehr schaffen, aber unser Limit ist definitiv erreicht. Ja, und alle Infos natürlich, Freunde, auch zu Papa Sascha. Habe ich übrigens, du wirst Oma Mama geschenkt und du wirst Opa habe ich Papa geschenkt. Das war deren Überraschung, gell, so heimlich. Mhm. War auch krass, oder? Das war super. Ich weiß gar nicht, weil sie mehr gefreut. Der Sascha oder mir? Ja, also haltet euch natürlich auch auf Instagram am Laufenden. Jetzt Papa Sascha. Wir sind auch auf der FIBO, Freunde. Beste Grüße gehen raus und haut rein. Wir sind draußen. Ciao. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.